Willkommen zurück zu einer neuen Folge Command & Conquer Renegade. Ja, letzte Folge oder zum Ende der letzten Folge haben wir doch gelernt, wir müssen hier viel, viel öfter speichern. Es ist Ihnen wohl gelungen, das Tor zu öffnen. Gute Arbeit. Wir können die Fahrzeuge jetzt auf den Weg schicken. So, wo war hier die Sniper-Muni? Da. Ich brauche aber erstmal was mit Bums. Ja, wir müssen verdammt oft hier speichern, unbedingt. Wir haben ja auch in der letzten Folge rausgefunden, wir müssen verdammt viel hier machen. Und wenn ein so ein Bazooka-Offizier richtig erwischt, bist du One-Hit-Down, egal wie viel Energie du noch hast. Das haben wir auch gelernt. One hit down. Geil. Oh shit. Nein. Aha. Nachgeladen. Komm schon, Havoc. Okay. So, weil wir hatten ja letzte Folge es schon geschafft, den ganzen Krempel hier wegzubröseln. Oh. Hi. Oh. Da war ich gerade selber einfach zu doof. Das bisschen machen wir hier mit. Moment, wir nehmen mal die gute Art der Laser Gatling wieder an Start. Und ja, wir werden uns jetzt auf jeden Fall öfter mal im Speichermenü befinden oder aufhalten. Oh, der Panzer steht noch da drüben. Okay. Den haben wir ja da hinten abgestellt. Wir sind jetzt hier einmal um diesen komischen Stein da rumfahren. Laut Radar ist da noch ein Gegner. Aha. Da war tatsächlich noch einer. Da ist noch einer. Müsste genau auf mich zukommen. Ich sag ja, die Typen mit dieser scheiß Bazooka, die sind eine Idee zu stark, finde ich. Wenn die einen richtig treffen, wie gesagt, one hit down. Hast du keine Chance gegen. Halt, war da nicht noch Zeug? Nee, das war da hinten. Das Zeug war ja woanders. Da war Zeug. Ein bisschen Rüstungsgefriemel lag doch hier auch irgendwo rum. Alles klar, da. Jedenfalls ist das eine ziemliche heavy... Hallo? Aha. Das ist eine ziemlich krasse Mission. Wie oft sind wir jetzt gestorben in der Mission jetzt? Zweimal? Ah, ich glaube zweimal. Ich hoffe, es wird kein drittes Mal sterben geben, höchstens in dem Bossfight, das wäre noch okay, aber bis dahin will ich eigentlich nicht unbedingt noch großartig drauf gehen. Wir müssen eine ganze Base zerlegen. Kommunikationszentrum, wir müssen noch ein Kraftwerk zerpflücken und so weiter. Das wird eine krasse Mission. Und wenn der Panzer nicht so langsam wäre, dann wären wir auch schon längst da. Oh, ich häng fest, ich häng fest. Alles da. Was machen meine Leute hier eigentlich? Die stehen da nur rum wie so ein Weihnachtsbaum. Sind wahrscheinlich Deko-Objekte. Kann man sich so in eine Wohnung stellen, ne? So ein GDI-Offizier in Lebensgröße. Direkt in der Wohnung und wo hänge ich fest? Ah, da war ein Stein. So. Da ist das Zeug, was ich wollte. Na, Herr Bock, steig ein. Gut, Obeliskplatten. Das war ja jetzt nicht so das Problem. Aber der könnte so ein Problem werden. Oder auch nicht.
So, Obelisk, geh aus dem Weg. Und wieder sehr erstaunlich, dass das nur eine Bonusaufgabe war. Als ob ich nicht schon genug zu tun habe. Ey. Ganz ruhig da, Bruder. Jetzt ist er auch ganz ruhig. So, die Flagge weg. Ui, oh nein, Bazooka-Man. Bazooka-Man, der macht so Ultra-Damage. Auch am Panzer, das ist... Aber gut, dass sich das Ding von alleine repariert. Immerhin etwas Positives. Hä? Wieso trifft er den denn nicht? Geht doch. Geht doch. So. Ja, wissen wir schon, aber erstmal die Tarnpanzer. Wollen wir auch noch schnell zerbröseln. Haben wir ja letztes Mal auch gemacht. Gut, dass die nichts abkönnen. So, da stand so ein typischen, so ein komischer Hansel rum. Irgendwo. Und hallo, öffne dich. Na, Fahrer. Ja, ist in Arbeit. Ist in Arbeit, Locke. Wir sind dabei. Lassen wir den da stehen oder fahren wir den vor? Können wir mal stehen lassen, nachdem wir gespeichert haben. So, sollten wir jetzt definitiv öfter machen. So. Also, wir müssen nochmal an diesem UFO vorbeigarreln. Und zusehen, dass wir das diesmal ohne zu sterben hinbekommen. Wohl müssen wir bei dem UFO überhaupt rum? Ja, müssen wir. Ich will Sniper-Mummeln auf eine. Nicht so toll. Ah, hier waren so viele auf den Dächern. Na oben. Na, okay, den. Schauen Sie sich mal das an. Das ist doch kein Notfahrzeug. Irgendwo da oben war noch einer. Oder waren nur noch zwei? Wisst ihr auch nicht mehr so genau, wa? Da war noch einer. Ah, da hinten. Toll. Oh, das ist Sniper. Sniper-Muni. Her mit dem guten Zeug. Da war der. Wusste ich gar nicht. Der ist auch gerade dabei, sich selber zu zerbröseln. Na, machen wir erstmal den down. Und dann den. Natürlich. Was sollte bei Schnitter sonst passieren, außer dass wir verdammt nochmal nachladen müssen? Na, verkriech dich nicht. Komm her hier. Ich hab eine Portion Slimy-Kugeln for you. Boah, schwarzer Hand mit Raketenwerfer, das sind die ultra heftigen Typen. Ach so. Ich dachte schon, es war dieser komische Bazooka-Offizier, der uns da welche reingenockt hat. So, erstmal das Zeug mitnehmen. Hoffen, dass wir das diesmal nicht wieder vermasseln. Ist Gesundheit voll. Bin etwas überrascht. Einfach fetziger Soundtrack im Hintergrund. Ich habe das Gefühl, wir waren hier schon mal. Ach ja, waren wir auch. Den Bauhof ausschalten, genau. Bauhof ausschalten. Das ausschalten. Boden-Luftraketen. Sollen wir die auch ausschalten? Ja, wa? Bringt das was? Jedenfalls ist es down. Wer ist denn da drin? Ui! Stimmt, da kam so ein Tarnpanzer an hier. Den wollen wir jetzt auch pflücken, wenn wir ihn ja mal treffen würden. Ampel nächste rum, du Kackblechdose.
Jedoch. So, Sniper. Verpassen wir ihm mal ein drittes Auge. Was ist er hier für einer? Hat er ein Zeug abgeladen da? Nee. Oh, die Helis wegholzen. Wo ist er denn? Ey, bleib stehen, Mann. So, er ist schon mal platt. Schon mal ein Problem weniger. Bleiben noch 5000 andere Probleme. In Form von einer ganzen Nordarmee. So, den Bauhof zerstören. Landebahn, die müsste eigentlich auch weg, denn könnten sie keine Panzer mehr nachbauen. Aber komme ich da ran? Kann ich ihn eher mit dem... Ah, nein! Wo? Was war denn das? Von wo? Oh, getarnt ab! Oh, da sind getarnten wieder. Die siehst du natürlich auch nicht auf dem Radar. Der muss auch schnell weg. So, erstmal Zeug einsammeln. Ganz schnell das Zeug. Da hinten war was, oder nicht? Wie soll ich denn den Bauhof zerstören? Das ist eigentlich das am strengst bewachte Gebäude mit. Flakstellung, Landebahn. Landebahn wäre hier vorne, dann würden sie... Naja, müssen wir mal gucken. Müssen aber erstmal unseren verdammten Panzer hierher kriegen. Als Schneider erst nachladen. So, war ja nicht ein... Ah, Moment mal, hier war doch ein Türmchen, ne? Ein Türmchen, ja. Türmchen. Gegnerisches Gebäude zerstört. Aha. So, hier sind wir ja letztes Mal gestorben. Und wenn man denkt, so, der muss weg. Werden, kommen die Geschützbürger. Versuchen Sie, das Gebäude zerstört. Oder schalten Sie sie aus der Entfernung aus. Ja, haben wir doch ausgeschaltet. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz kurz hier uns mal eine Idee Sicherung reinspeichern. Irgendwie war der Satz merkwürdig, an die Idee-Sicherung reinspeichern. Ich sollte mir vielleicht noch einen Kaffee reinschrauben. Das Kraftwerk befindet sich direkt vor Ihnen. Wo kommt der denn schon wieder her? Ich habe doch schon zwei Stück von dem Platz gemacht. Scheißteile. Flattern hier sowas von dem Weg rum. Verflucht. Kommt er hier hoch oder muss ich runter? Geil. Da. Er kam nicht runter. So. Schön vorsichtig. Nur nichts überstürzen. Hier mal schön einen nach dem anderen wegholen. Vor allen Dingen den da hinten. Mit unseren super Slimy-Kugeln. Wie viele kommen denn von denen noch? Das waren letztes Mal nicht so viele. So, den. Ah, cool. Tiberium-Gewehr leer. Läuft ja. Das verfluchte Kommunikationszentrum. Schon dabei. Einmal abrüsten. Kommunikationszentrum. So, das müssen wir unbedingt zerstören. Und ich glaube, der hat uns verdammt nochmal gekillt. Kann das sein, dass es der Vogel da war? Hubschrauber Landeplatz. Deswegen kommen ja laufend Truppen angekachelt. So, wo ist denn hier der da? Schalter, lass mich mal hier durch.
So, wir müssen doch eigentlich mit dem Panzer da alles zerlegen können. Theoretisch. Obwohl, ich habe in dieser Mission ja gelernt, Theorie und Praxis sind ja doch sehr extremst unterschiedliche Dinge. Jetzt sage ich, ich komme mit dem Panzer da gar nicht ran. Aber auf den Millimeter, ne? Auf den Millimeter. Jetzt ist hier Zerstörungszeit angesagt. Ich bin noch nicht fertig hier. Ja, ich krieg das Fall gar nicht kaputt. Boah, Heli! Ich krieg das Kommunikationszentrum nicht zerstört, aber den Landeplatz, ne? Ja. Aber den nicht. Okay, Heli ist down. Also ohne zerstören, ohne Bauhof zerstören, kommen wir da nicht ran. Es sei denn, wir müssen reinlaufen, aber wir haben Panzer mit voller Energie am Start. Das sollte doch irgendwie möglich sein, da alles platt zu bomben. Das ist sogar ein Hauptziel, Bauhof vernichten. Da muss man doch erstmal rankommen. So, Landebahn. Eine Landebahn kriegen wir platt. Ah, sieht gut aus. Wird nicht so schnell repariert, wie wir es beschädigen, oder? Leider schon. Aber so ein Landeplatz müsste doch eigentlich... Nein. Ja, dieser verfluchte Heli. Kann ich da rüberfahren? Oder muss ich da außen rum gurken? Ich denke, ich muss ja außen rum. So, Flak muss weg. Das muss weg. Und schon wieder ein Heliport zerstört. Ja, wir sind noch nicht fertig. Bauhof. Heli, Bauhof. Komm schon. Ja, hier wird gar nichts mehr repariert, das heißt... Oh, shit! Laser Gatling Man! So, Bauhof zerstört. Aber wenn wir schon mal hier sind, würde ich sagen... Wo kommt der denn her? Wird es auch Zeit, den Rest zu zerlegen. Alles platt machen, was hier rumläuft. Beide Silos down. Ne, das hintere lebt noch. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Zwei Tiberium-Silos weniger. Evok, inzwischen habe ich schon aufgehört zu zählen. Wieder mal gut gemacht. Meine Flakstellung vernichtet. So, und die Landebahn noch. Ich krieg die Landebahn nicht down. Hm. Landet denn jetzt hier in Wüsten? Oh nein! Oh nein! Ich will aber eigentlich... Ist das meiner? Oh, das ist meiner. Ich will aber eigentlich noch die Landebahn zerstören, wenn ich schon mal hier bin. Der musste ja irgendwie von ihnen repariert werden, oder nicht? Wenn ich schon mal hier bin, aber wir werden vorher uns mal hier eine ID-Speicherung reinkloppen. So. So. Okay. Der muss ja hier noch irgendwo... Wie komme ich denn da hoch? Kann ich das nur von innen zerstören? So. ID-C4 ran und Bams. Kein Problem. Wenn man da auch reinläuft, dann geht das auch. Beam mich mal hoch hier. Ist hier noch was? Nö. Hier ist gar nichts. Okay, wir haben im Endeffekt gerade die komplette Basis pulverisiert.
Leider haben wir unseren Panzer verloren. Haben dafür einen lächerlichen Wüstenjäger als Ersatz bekommen. Naja, besser als nichts. Besser als nichts. Warte mal, da ist noch Zeug, aber nur Energie brauchen wir gar nicht. So, Communication Zentrum. Müssen wir hier auch noch zerbröseln. Ja, neue Gegner aufgetaucht. Ah, wir kriegen es nur von innen zerstört. Oh, oh, da wollte ich gar nicht runter. Das heißt, wir müssen rein. Wir müssen das Ding von innen zerstören. Wieso kommt denn da wieder ein Heli her? Weniger kein Heliport mehr haben. Merkwürdig. Laut Radar guckt hier irgendwo ein Gegner rum. Ah, Hallöchen. Oh, schwarze Hand mit Bazooka. Verdammt, macht der Damage. Repariert sich so ein Teil eigentlich auch von alleine? Hm. So, wir müssen das vernichten. Mit dem Panzer hätten wir es hinbekommen, aber wir müssen jetzt reinlatschen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.